Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith, die hier gerade noch in Salvadorada ist mit Marley. Wir haben noch 9 Stunden hier im Urlaub und wir haben noch sehr viel Zeug, was wir hier gefunden haben, was wir zu Hause analysieren können. Das wird sehr, sehr interessant, wie viel Geld wir daraus machen können. Ja, die beiden, das ist hier noch ein bisschen schwierig mit denen, weil ich hätte gerne, dass sie sich gut verstehen, aber bisher ist es eher so lala. Ansonsten haben wir noch immer den Fluch des Essenswahns. Marley geht. Ach, Manu. Aber wir haben nur noch 16 Stunden sogar nur noch. Das kriegen wir jetzt auch noch hin an dem Punkt. Und ich habe im letzten Part tatsächlich gar nicht weiter Dinge gespinnt, sage ich mal. Weil im Wald hätten wir ja sowieso nicht so viel machen können. Ich hoffe, dass das für alle in Ordnung war. Also es hat sich jetzt auch keiner beschwert oder so. Mir ist es nur dann im Schnitt aufgefallen, dass ich dann nicht jeden Tag gespinnt habe. Aber ja, also es ist jetzt einfach so. Dafür können wir jetzt schon mal drehen. 132. Schau einen Film. Ja, guck mal, das kann man doch sogar machen. Zwar jetzt nicht unbedingt hier im Urlaub, aber wenn wir zurück sind. 19 Uhr kann man sich ein bisschen Zeit auf der Couch gönnen. Er ist aber auch süß, ne? Aber er ist schon erwachsener. Wir stellen uns trotzdem mal vor. Und das Melody hier, das macht mich auch einfach richtig fertig. Also, vor allem eine blonde Version of her. Wir haben sogar einen Crush auf ihn direkt. Läuft auf jeden Fall. Wir machen uns jetzt hier einfach noch eine gute Zeit und dann ist das schon in Ordnung. Sie scheint sehr wütend zu sein. Tut mir sehr leid für dich, Girl. Ja, also wirklich gut anfreunden tun sie sich nicht. Aber ja, vielleicht liegt es auch einfach an Faith. Als ob er jetzt auch geht. Warum gehen alle? Sie ist gesellig. Do they like me too? Oh. Marley ruft an. Das finde ich jetzt sehr gemein. Nee, mach selber. Was, wenn sie einfach mal sagt, du siehst gut aus. Was denkt er darüber? Er so, leave me alone. Er ist treu. Ist er vergeben? Upsi. Wait a minute. Ist Alice Spring nicht dieser Skelett gewesen? Okay, good to know. Nein, ich will die Machete. Gib mir die Machete. Nein, ich will sie. Machete, renn. Und diese Blume kaufe ich auch mal. Da sind wir schon mal ein bisschen vorbereitet auf nächstes Mal. Und so wie es aussieht, hat irgendwie die Logikfähigkeit damit zu tun, wie gut man die Rätsel lösen kann. Das heißt, wir hustlen einfach bis nächstes Mal richtig durch. Destiny ruft an, wir können gerne jetzt mal rangehen. Wir haben jetzt ja nichts mehr zu tun. Und guck mal, wir können ja nochmal hier Essen bestellen. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller runter noch, weil die 10 Stunden... Ach, sie hat Heimweh, Girl. Wie süß ist das? Ich wusste nicht, dass das kommen kann. In den Tiefen des osmikanischen Tempels geforscht? Geil, dass das ein Meilenstein ist. Überwältigender Geschmack. Aber ich soll das doch essen. Mann, Urlaub ist vorbei. Tschüss. Ich habe vergessen, dass es Winter ist. Ah, meine Cam. She's back. Hallo, ich möchte Pebbles Hallo sagen. Warum zur Tierklinik? Da ist man einmal nicht zu Hause. Wir reden kurz mit ihr und dann gehen wir zur Tierklinik. Sie so, na, wie war es so ohne mich? Und sie so, hey, mir geht's richtig blöd. Gut, dann melden wir sie mal eben an. Hallo? Melde sie an. Wir können ja ein paar Wellness-Happen kaufen. Da müssen wir nicht jedes Mal hier hin. Destiny, wieso rufst du immer an? Ich glaube, Destiny hat mittlerweile keine anderen Hobbys mehr, ey. Stimmt, ich habe Marlin noch gar nicht umgestylt. Oh mein Gott. Ja, können wir dann auch mal langsam rankommen, oder? Wie sieht's aus? Aha. Ja, dann komm hier hin. Sei dabei, wenn deine Katze untersucht wird. Natürlich nehmen wir die teure Behandlung. Denn für Prinzessin Pebbles machen wir alles. So, und wir sollen ja jetzt noch einen Film gucken. Deswegen gucken wir jetzt noch die Heimkehr des verlorenen Hundes. Glücklicher Single. Oh, ne. Warum ist immer alles kaputt in unserem Zuhause? Ich habe vergessen, dass wir einen Hamster haben. Aber da ist zum Glück alles tutti. Also, mache ich mir da jetzt keine weiteren Gedanken. Ach, sie heult beim Film. Same, ey. 3, 2, 1, Vollgas. Jawohl. Ja, dann geh halt erst pinkeln. Oh, einen schlechten Traum hatte sie auch noch. So, dann kümmern wir uns ein bisschen um Flöckchen, weil Flöckchen ist traurig. Guck mal, diese osmikanische Platte da, die können wir doch hier hinstellen. Faith ist einfach schon wieder sauer. Einfach schön. Wir haben hier heute schon wieder viel vor. Was soll denn das? Aber wir gucken jetzt erstmal, was geht. Ab 90. Stelle Nektar her. Nee. Was soll ich mit Nektar? Das machen wir aber nicht zu Hause. Ich kaufe mir jetzt hier nicht so eine Maschine. Wir gehen einfach gleich in diese Stadt von Pferderanch und platzieren das da, weil das macht da Sinn und so. Bestimmt. Nee, hört auf,
mich mit Batu voll zu spammen. Ich habe kein Interesse. Ach, Pebbles, du kleine Mausi. Sie mag keine Geschicklichkeit. Meinetwegen magst du das nicht. Ist schon okay. So, wir gehen jetzt nach Chestnut Ridge. Hier, in dem Park macht es noch am meisten Sinn, oder? Ich stelle das jetzt hier einfach mitten rein. Ist egal. Warte, wie viel brauche ich denn? 3. Na dann, letzi fetzi. Wir haben ja jetzt nicht vor, regelmäßig Nektar zu machen eigentlich, ne? Deswegen, warum ist hier eine nackte Frau? Dom, da, 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 dom, da, dom. Marley. Okay. Okay, sie hat sich gemault. Jawollo. Yay, sie ist fertig. Toll. Die Flasche stellen wir jetzt auch einfach hier hin. So, toll. So, dann gehst du jetzt duschen und dann beobachte doch einfach mal ein bisschen den Himmel. Kann man die Sachen auch hier reintun? Nein, leider nicht. Weil bei manchen, da kann man die Sachen ja hier so reinziehen. Das wäre cool, weil dann wäre unser Inventar nicht so komplett voll. Mit dem Outfit willst du jetzt hier im Schnee rumstehen, oder was? Was ist denn mit dir? Ja, ich glaube auch. Ja, dann kümmere dich doch hier um dein Zeug. Das Lösegeld wurde hinterlegt. Nee. Also, wenn ich Geld kriege, gerne. Welches Level ist sie denn jetzt schon? Ah, gleich Level 4. Ja, schön. Faith hat ein gutes Auge für Städten mit archäologischer Bedeutung entwickelt. Sie kann jetzt den Dschungel nach Ausgrabungshügeln absuchen. Es ist echt. Lieben wir. Qualität schlecht? Gemein. Mach weiter, weil wir sind jetzt konzentriert. Let's go. Okay, und das hier ist auch schlecht. Es ist doch gemein. Kann sie danach vielleicht nochmal den Himmel beobachten? Guck mal, dann steigt das nämlich auch schneller. Schön. Aber ich dachte auch irgendwie, dass ihre Logikfähigkeit schon viel höher wäre. Sie ist jetzt Level 3. Pebbles macht jetzt wieder einen Ausflug. Ah, viel Spaß. Sie mag Obstkuchen. Was ist denn da los? Wo gibt's denn sowas? Dann säuber vielleicht nochmal den Viehstall. Und dann gucken wir, ob hier alles okay ist. Ja, sehr gut. Und dann kannst du schlafen. Das Buch ist hier. I didn't know. Pack das mal lieber hier ein. Aloysia. Hi. Aber wir haben gerade keine Zeit. Okay, unser Morgensritual ist jetzt anscheinend, uns um Flöckchen zu kümmern. Finde ich aber auch irgendwie süß. Okidoki, 15. Adoptiere einen Hund. Weil wir haben noch nicht genug Tiere, wisst ihr? Also. Einfach schön. Also ich fühle es auch ein bisschen, aber... Ist das geil, ey. Faith denkt sich so, wie viele Tiere will ich haben? Der Hund heißt einfach Tomate. Dann können wir auf jeden Fall Tomate einladen. Ich finde Pickle aber auch sehr süß. Dann versuchen wir doch mal, die kennenzulernen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir auch beide. Ist doch kein Problem. Hallo! Oh mein Gott! Hallo! Oh mein Gott! Süß! Oh nee! Och nee. Warum tut ihr mir das an? Bürste schneller. Hallo, ich will euch kennenlernen. Magst du mich? Tomate? Ja, Tomate mag mich. Und du, Pickle? Findest du mich auch toll? Ja. Ich kann nicht schon wieder 200 adoptieren. Oh, nee. Hallo, wie kann man denn so süß sein? Rauslassen? Ist eigentlich cool, ne? Warum macht er denn jetzt hier Yoga? Was ist denn mit ihm? Sie versteht sich mit Tomate halt auch ein bisschen besser, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir nehmen Tomate. Ja, ich weiß, dass Pickle auch übel süß ist. Und jetzt nicht zwei Hunde adaptieren, also es gibt Grenzen. Ja, Tomate. Okay. Sorry, Pickle. Hallo, Tomate. Du bist süß. Wir können ja hier unten nochmal ein kleines Tierbett hinlegen. Süß. Weil Tomate kann ja jetzt erstmal nicht nach oben. Destiny möchte sich mit mir treffen. Letzi Fetzi. Hallo, Girl. Wir umarmen sie erstmal. Hallo, ich möchte mich umarmen. Bitte. Nee, kein Badewandel anziehen. Was ist denn mit dir? Wir sind ja auf dem Flohmarkt. Klar, hier ist dieses Spa, aber hauptsächlich sind wir hier für das Festival. Hallo. Süßies. Och nee, hört auf mit euren Gefühlen. Ihr seid immer so süß alle. Witz über Familienehre machen, Alter. Let's go. Ja, ne? Was machen wir? Wollen wir irgendwas kaufen? Eigentlich sehe ich hier gerade nichts, was mich irgendwie interessiert. Wo ist Destiny? Okay, sie kommt. Sie hat einen Bademantel an. Stopp. Hi. Könnt ihr miteinander reden vielleicht? Ihr seid Schwestern. Wir können ihr ja mal raten, den Traumjob anzunehmen, weil ich glaube, sie hat nie einen angenommen. Ich würde lieber über was anderes reden. Naja, okay. Dann kann sie sich ja hier noch was Geiles zu essen bestellen. Oh, Samosa. Oh, lecker. Samosa sind so geil. Hatte ich aber auch schon lange nicht mehr. Faith ist nicht an scharfes Essen gewöhnt. Ja, passiert. Wir können ja mal Marley hier einladen. Wütende SMS schicken. Ich glaube nicht. Wir können ihn ja mal einladen. Vielleicht hat er ja Bock zu kommen. Weil ich hätte Lust, mich langsam mal darum zu kümmern, jemanden fürs Leben zu finden. Marley. Ich zwing dich. Guck mal, wir können das auch beenden und dann können wir einfach eine wütende SMS schicken. Du sagst, du kommst und dann bist du nicht hier.
Manchmal reagieren die dann ja darauf. Marley denkt sich so, auf die habe ich keinen Bock. Oh Mann, wie konnte das nur passieren? Auf einmal ist er hier. Warum? Oh nein, er ist cringe. Nein! Komm mal ran auf den Meter. Destiny, wir haben uns doch gerade gesehen. Ich möchte mit ihm in die Wolken gucken. Bitte. Hehe. System gedribbelt. Okay, ab nach Hause. Sag mir nicht, das Spiel ist abgeschmiert. Nicht mal Alt F4 funktioniert. Nein, dann haben wir Tomate verloren. Geht aber nicht nochmal auf den Flohmarkt oder irgendwas. Ne? Ich cheate das jetzt so, dass es dann die Zeit überbrückt wird und ich cheate dann halt die Freundschaft und so dann wieder hoch, weil das machen wir hier nicht. Was ich mit Tomate mache, weiß ich noch nicht. Mit ein bisschen Glück ist Tomate nochmal da aufgelistet, ne? Das wäre sonst so traurig. Okay, wir werden jetzt gleich erfahren, ob Tomate jetzt nochmal da ist oder nicht. Bitte. Tomate. Nein, Tomate. Tomate. Guck mal, Shetland Sheepdog. Das ist gerade ein bisschen lustig, weil, falls ihr es nicht wusstet, Bella ist auch ein Shetland Sheepdog. Aber Tomate. Dann möchte ich Bubba haben. Bubba ist nämlich ein lustiger Name. Aber ist trotzdem gemein. Hi, Girl. You look pretty. Hoffentlich mag uns Bubba auch. Anstatt auf den Flohmarkt zu gehen, hasseln wir jetzt heute da mit unseren Fähigkeiten rein. Ja, Bubba. Wow. Oh, Süßi. Dann kommst du halt zu uns. Ist trotzdem gemein. Was ist denn mit dir jetzt schon wieder falsch? Irrationaler Hass gegen die Sonne. Ich raste aus. Was ist denn mit ihr falsch? Ja, ich möchte Bubba. Bubba! Ha, Bubba-Ti. Ha, 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 ha. Das nicht witzig. Loben. Mann, ich speichere jetzt. Sieh das nicht ein. Ich will jetzt nicht nochmal ein Tier verlieren. Danach gehst du den Himmel beobachten, Girl. Oh, Bubba, du kleine Maus. Oh, Pebbles ist auch wieder zurück. Wie geht's dir, Girl? Wieso sind wartungsintensive Sims so anstrengend? Oh mein Gott. Hör auf, immer sauer zu sein. Weißt du, sie sieht aus wie so ein Kawaii-Girl. Und dann ist sie sauer wegen der Sonne. Na, Pebbles, wie geht's dir, süße Maus? Wie lange sind Welpen auf kurzer Lebensdauer Welpen? Ein Tag. Okay. Easy. Wir können Destiny mal wegen besuchen gehen. Hallo. Dann kann ich euch auch mal das Haus zeigen. Wie gesagt, dieses Haus ist eigentlich viel zu groß. Und so, aber ihr Freund hat extrem viel Geld gehabt. Deswegen ist es in Ordnung. Der hat das alles bezahlt, nämlich. Außerdem habe ich kein anderes schönes Haus gefunden hierfür. Da ist Marlin, die süße Maus. Es lohnt sich gar nicht mehr, sie umzustylen, weil Tag 4 von 7. Aber ich gebe ihr trotzdem mal kurz ein Mini-Umstyling. Wir machen das auch nicht im Zeitraffer. Ach du süß Maus, ey. Marlin ist cutie. Einfach damit das alles ein bisschen besser zusammenpasst. Ey, süß! Das werden wir eh nicht sehen, aber ist egal. Einmal alles kurz hübsch machen. Tada! So, und wegen ihrer Schleife kriegt sie jetzt immer lila Sachen. Damit das hier auch alles matcht. Einfach eine kleine Maus. Sweet! Aww! Supi! Sehr schön, dann ist sie auch fertig erstmal. Ich bin im falschen Haushalt. Achso, jetzt muss ich nochmal neu an die Tür klopfen, ist doch klar. Hallo! Als ob wir noch nie mit Cosro geredet haben. Sunny, lass mich in Ruhe. Erstmal aufs Tablet setzen. Weiß jetzt nicht, ob das so nett ist. Wo ist Marlin? Marlin, da ist sie ja. Hallo. Wir wollen ja auch eine gute Beziehung mit unserer Nichte haben, oder? Süß. Also, sie ist auf jeden Fall eine hübsche kleine Maus. Und sie gönnt sich jetzt erstmal Chips. Das ist hier viel zu groß eigentlich, ne? Aber ich lieb's auch ein bisschen. She deserves a good life. Ich kann kaum glauben, dass Marlin einfach schon ein Kind ist, ne? Und jetzt schon fast ein Teenager sogar. Es ist so crazy. Alosia. Easy Oyo. Kennen wir die Person? Keine Ahnung. Mach ruhig, Girl. Also, wir schauen nächstes Mal, ob Marley vielleicht Bock hat, nochmal irgendwie näher mit uns zu kommen. Weil ich will jetzt so langsam, wir müssen hier durchstarten. Wir müssen auf kurzer Lebensdauer. Ich würde den Part nämlich jetzt an der Stelle beenden, weil ich muss ja jetzt gleich noch die Runaway Teen Challenge aufnehmen. Weil diese Woche ist ein bisschen voll und ich möchte trotzdem die 2 Videos schaffen. Deswegen beende ich jetzt hier den Part. Ich trauere jetzt weiterhin um Tomate. Es ist einfach gemein. Ich hoffe, dass ihr wenigstens Spaß hattet. Wie gesagt, bei irgendwelchen weiteren Ideen etc. schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!